Hallöchen, ihr Lieben. Hallo, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen zurück bei City Skylines in, ja, New Tropolis in unserem Kreisstädtchen. Prost, Apfelschorle. Heute mal keine Cola, denn wir haben unter der Woche. Unter der Woche kriege ich keine Cola, aber Apfelschorle ist okay. Ja, ich freue mich, dass ihr da seid, dass ihr mit dabei seid. Man kann hier gerade so ein bisschen den Häusern beim Aussteigen zusehen. Das ist eigentlich ganz nett. Ich mag das ja immer, wenn man so ein bisschen gucken kann, wie in einer Straße plötzlich die ganzen Häuser weggerissen werden, neu gebaut werden und wieder plötzlich aus alten, schäbigen Buden schöne Häuser und Villen werden. Oder halt teilweise richtig dicke Häuser. Das hier ist zum Beispiel richtig nett. Und manchmal entstehen ja dann auch wirklich welche für mehrere Leute, aber manchmal sind das dann auch Villen für einzelne reiche Familien. Sieht sehr cool aus. Ich habe mir was zu trinken geholt, wie ich es beim letzten Mal versprochen hatte. Und bin jetzt so ein bisschen am Abwarten und Beobachten, wie jetzt hier, was jetzt hier oben so passiert. Denn da habe ich so ein bisschen noch die Flächen gefüllt. Also werden wir jetzt hier nur noch ein bisschen abwarten müssen. Und dann haben wir tatsächlich auch in unserem Kreisstädtchen, ja, gering besiedelte Wohngebiete, Villenviertel, ein bisschen weniger dicht besiedeltes Gewerbegebiet. Und was ich jetzt hier in den beiden Vierteln auch noch mache, ich weiß es nicht. Also irgendwie, man hat ja leider nur die paar Gebiete, die man zuweisen kann. Da fehlt dann irgendwie noch ein bisschen mehr. Dann kann man nur dies oder das oder jenes machen. Mehr Abwechslung haben wir ja nicht. So, also der Fußballplatz, lassen wir den da, ja, ne? Ich mache erstmal hier noch eine Bürofläche hin. So, da hatte ich ja beim letzten Mal hier die Auffahrt da gemacht. Ich glaube, die wird auch ganz gut benutzt. Oder das wäre zumindest meine Hoffnung, dass die auch benutzt wird. Da fährt auf jeden Fall der eine oder andere auch mal rein. Das ist natürlich schön. Das war so der Sinn dahinter. Ansonsten ist der Verkehr hier auf dieser Autobahn ja sowieso echt in Ordnung. Inzwischen fahren auch hier wirklich schon Leute lang. Das finde ich ja super. Das war alles immer leer. Da fuhr gar nichts. Jetzt fahren hier auch ab und zu mal Autos lang. Auch hier diese Autobahn nach hier drüben wird ja schon ganz gut benutzt eigentlich. Das freut mich. Aber es ist natürlich immer noch vor allem diese Achse da hinten. Die hier, die wird vor allem benutzt. Warum ruckelt jetzt mein Spiel gerade? Völlig ohne Grund. Oder einfach, weil es Spaß dran hat. Ich weiß es nicht. Ja, was natürlich ein bisschen schade ist, wir können die Hafenanbindung, hier hinten haben wir ja Hafenanbindungen, die können wir leider nicht nach da hinten durchziehen. Also, wobei, warte mal. Können wir denn hier eine Hafenanbindung machen? Das wäre jetzt mal eine Frage, die ist eigentlich ganz interessant. Vermute fast eher nicht, aber nee, keine Routenverbindung möglich. Es hätte ja sein können, dass er durch den Fluss oder durch den Fluss fahren kann. Aber es geht nicht, es ist zu weit weg. Also hier ist kein Hafen mehr möglich und die drüben auch nicht. Das ist natürlich ein bisschen schade. Zum Beispiel hier der Industrie könnte man perfekt noch einen Frachthafen geben oder auch der. Aber wenn es nicht geht, dann geht es eben nicht. Okay, dann halt nicht. Schade. Wäre ja möglich gewesen vielleicht. Da müssen wir jetzt einfach hier noch ein bisschen füllen und abwarten. Viel mehr können wir jetzt gerade auch echt nicht machen, dass wir das mal zukriegen, weil ich will erst eigentlich die Kreisstadt fertig haben, bevor ich jetzt hier hinten anfange, dann da noch die Wohngebiete und den Sportpark und sowas zu bauen. Weil eigentlich würde ich gerne erstmal eine Sache schaffen, bevor wir die nächste in Angriff nehmen. Wie sieht's denn aus hier mit eurem Öl? Ihr sagt wahrscheinlich jetzt, da macht keinen Sinn mehr hier, da ist wahrscheinlich alles weg, ne? Joa, sieht ziemlich trocken aus. Trotzdem sind ja immer noch einige von denen oder die meisten von denen ziemlich glücklich am Arbeiten. Insofern überlege ich mir fast, ob ich die nicht noch ein bisschen stehen lassen soll, auch wenn einige meckern, dass die Rohstoffe fehlen. Der Großteil scheint ja noch zufrieden zu sein. Es kann natürlich sein, dass sie importieren. Warte mal, das ist der Bodenrichtwert hier. Import von Ölprodukten, ja. Okay, also die importieren alle schon und können dadurch sich über Wasser halten. Aber ist die Frage, ob wir denen nicht dann möglicherweise einfach, ja, lassen wir sie noch stehen, bis sie unglücklich werden, würde ich sagen. Und dann können wir sie ja immer noch umbauen. 86, 94, 92, 72. Das ist echt in Ordnung. Das war auf jeden Fall schon mal schlimmer, sagen wir mal so. Okay. Tja, und jetzt hier müssen wir ein bisschen. Ich habe jetzt auch überlegt, also ich habe ja schon öfter mal so die letzten Parts darüber gequatscht, wie das denn so ist mit dem Projekt hier Skylines, was ja jetzt auch schon erstens eine ganze Menge Parts und vor allem auch eine ganze Menge Zeit so läuft seit März, Anfang März oder so. Da habe ich ja immer schon mal so ein bisschen laut überlegt in den Parts, ob wir nicht demnächst mal Schluss machen sollen. Da kommt dann in den Kommentaren ein Aufschrei, nein, nicht aufhören. Aber ich habe ja auch schon eine ganze Menge gespielt vor den Aufnahmen und dann haben wir ja im Livestream noch eine Riesenstadt hochgezogen und die Let's Play-Stadt haben wir hochgezogen und ja, ich weiß nicht, also es ist halt ja bei solchen Spielen, ich muss sagen, was so Stadtaufbau und sowas angeht, ist Skylines also, glaube ich, fast das Beste, was ich je gespielt habe.
Wobei ich auch Skylines nicht unbedingt in, ich würde das nicht einordnen bei Spielen wie Anno, sondern für mich ist das halt so in dem Bereich SimCity, wobei mir dann auch schon fast nicht noch mehr Spiele einfallen, die da mitspielen in dem Bereich. Also es gibt ja doch relativ wenig Spiele wie City Skylines und SimCity, so nach meinem Gefühl. Kann sein, dass die gibt, aber die habe ich nicht auf dem Radar. Und so Spiele wie Anno oder vielleicht Banished würde ich nochmal ein bisschen in eine andere Richtung einordnen, weil da geht es ja vor allem auch um Handel und um Versorgung mit Nahrung und all so ein Gedöns, was wir ja hier im Endeffekt gar nicht haben. Hier geht es ja darum, eine schöne Stadt aufzubauen, den Verkehr zu regeln. Viel mehr macht man ja nicht wirklich, ne? Man muss zwar ein paar Krankenhäuser und so setzen, aber das ist ja easy gemacht. Man sieht, ist es grün oder, also ist es blau oder nicht. Und wenn es rot ist, setzt man halt was hin und wenn, ne, dann so, fertig. Also anspruchsvoll spielerisch ist das ja nicht unbedingt, sondern es geht darum, bei so einem Spiel wie Skylines ja eher sich künstlerisch auszuleben und den Städtebauer in sich mal richtig austoben zu können. Und da ist das Spiel hier genial. Wie gesagt, da ist es mit das Beste, was ich je gespielt habe. Aber es ist halt dann auch irgendwann, hat sich so ein Spiel dann so ein bisschen ausgespielt, wenn dann irgendwann immer dasselbe gemacht wird. Noch werde ich weitermachen, ich möchte auf jeden Fall das noch füllen, ich möchte auf jeden Fall hier noch ein bisschen weiterbauen und dies und das, aber ich sag nur schon mal, ne, irgendwann ist es halt dann auch so, dass man dann irgendwann sagt, ja gut, jetzt machen wir doch immer dasselbe, ne? Das ist ja auch irgendwie, irgendwann reicht's dann mal. Und dann habe ich überlegt, wahrscheinlich ist hier dann irgendwann Schluss. Ich weiß nicht, ob wir noch bis 100 machen oder was, das wäre natürlich eine ganz nette Zahl. Oder wir schauen nochmal ins Europäische rein oder sowas. Also reinschauen möchte ich auf jeden Fall in die europäischen Städte. Ob ich da jetzt wirklich lange dran zocke, weiß ich nicht. Und, ja, dann würde ich, glaube ich, einfach das ablösen vielleicht mit so ein bisschen Anno. Denn da kommt ja dann am 3. November endlich der nächste Teil raus. Und da habe ich gedacht, mache ich vielleicht nochmal so ein bisschen Anno vorher. Ob es jetzt 14.04 wird oder 20.70 oder 15.03 oder alle ein bisschen, das weiß ich noch nicht. Aber das könnte ich mir durchaus vorstellen. Dann habt ihr also trotzdem ein bisschen so dieses Genre, aber eben dann nicht mehr mit Skylines. Ansonsten, wenn ihr gute Ideen habt, ich will eigentlich nicht nochmal von vorne anfangen, eine komplette Stadt. Ich will eigentlich auch hier, wenn wir dann irgendwann mal alles gemacht haben, ne, also manche Leute sagen, mach bitte ewig weiter, aber die schauen dann vor allem nicht unbedingt sich das Gameplay an, sondern die wollen, dass ich sie weiter zuquatsche, ja, weil ich halt auch bei den Let's Plays viel quatsche. Und ich glaube, das eigentliche Spiel an sich interessiert sie dann gar nicht mehr so. Und dann können wir das ja auch in einem anderen Spiel weitermachen, ne? Dann kann ich in einem anderen Spiel quatschen. Aber gut, könnt mir ja mal eure Gedanken dazu in die Kommentare schreiben, ob ihr das ähnlich seht. Und wenn ihr nicht einfach nur schreibt, nee, mach noch ewig weiter, sondern dann auch, was denn? Weil irgendwann, wenn wir dann erstmal die Kreisstadt fertig haben und da noch ein bisschen und da noch ein bisschen und so, dann würde ich sagen, ja, was machen wir jetzt eigentlich noch? Ja, ist dann doch immer dasselbe. Also, liegt's auch an euch und ansonsten bin ich gerne offen, da vielleicht ein anderes Spiel mal das ablösen zu lassen. Mal sehen. So, hier füllt es sich jetzt langsam. Es ist auf einem guten Weg. Es sind immer weniger Lücken. Es wird langsam voll, so wie ich mir das wünsche. Jetzt überlege ich gerade, sollen wir da einfach mal was Lustiges machen? Statt hier die Straße einfach enden zu lassen, machen wir das mal so. Wir nehmen diese Straße und führen die unter die Erde. So, wir lassen die einfach unterirdisch weitergehen. Und zwar geht die dann nach hier drüben. Weil die hatte doch da, da war doch mal so ein Thema, diese leeren Viertel, ne? Diese leeren Stadtviertel, die in der Mitte so ein Loch haben. Und da kann man doch einfach jetzt zum Beispiel mal das hier mit dem anbinden. Mein Problem ist ja, ich will nicht jede Straße an diese dicken Achsen anbinden, weil dann wird da irgendwann der Verkehr zu viel. Aber man kann das ja zum Beispiel hier an diese Straße anbinden, ohne dass sich da irgendwer beschweren sollte. So zum Beispiel, das kann man ja machen. Ne, dass man eben die mit der verbindet und dann können die hier noch weiterfahren und kommen dann eben woanders raus, aber man hat nicht dann noch mehr Verkehr hier an der Straße da oben, da möchte ich nämlich eigentlich nicht noch mehr haben. Und sie fahren da auch durch, wie man sieht, also es wird benutzt. So, die Anbindung hätte ich gerne trotzdem noch, die wir vorher schon hatten, den Fußweg. Er wendet jetzt hier, achso, er wollte dahin. Okay, so, hier die steigen auch auf, die freuen sich über irgendwas, hier die Straßenanbindung ist fertig. Sieht doch auch ganz nett aus, finde ich. Dann würde ich allerdings hier das eine Ding vielleicht, das muss ja nun nicht sein. Und ja, man könnte hier noch ein kleines Häuschen hinsetzen. Das kann man machen. Aber mehr auch nicht. Nein, 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 da soll nichts hin. Kollege. Nix. Wegreißen. Nada, niente. Komm, mal weg hier. Problem ist dann, genau, der macht das dann wieder neu hin. Das ist das Problem dabei. Soll er aber nicht und jetzt ist es hoffentlich auch weg. Okay, also die Straßenanbindung geht durch, dann da oben haben wir kleine Viertel, okay, das ist alles in Ordnung. Bahnhof 4 sollte benutzt werden, da kann man natürlich schauen, dass man, achso, nee, da ist sowieso ein Fußweg, das ist also okay.
Eine Busverbindung ist auch da. Der Bus fährt. Der ist allerdings schon voll, wenn er hier ankommt. Dann zu den Bussen hatte auch noch jemand was geschrieben. Da habe ich nämlich, als ich die gebaut habe vor zwei, drei Parts, habe ich gesagt, wir müssen da irgendwie die Busse neu zuweisen, die Linien oder sowas. Da haben dann Leute geschrieben, das stimmt nicht, sondern sie haben die Busse einfach reingemoddet und dann gewartet und irgendwann fahren dann wohl auch die neuen. Dann fährt dann irgendwann mal einer von den alten Bussen ins Depot und ein neuer kommt raus. Allerdings muss ich sagen, so richtig viele sehe ich davon jetzt noch nicht, ne? Also auf den Linien hier drüben, ja. Aber da hatte ich es ja auch neu gemacht. Und auf den alten Linien fahren überall noch die alten Busse. Also so richtig abgewechselt wurde es nicht. Oder sehe ich auf irgendeiner Linie einen neuen? Nö. Nur auf den beiden, die ich gemacht habe. Also da hatten die Leute geschrieben, ich muss gar nichts machen, sonst wird von alleine gemacht. Das Gefühl habe ich irgendwie nicht. Aber gut, kein Plan. Also wir können ja auch zum Beispiel mal diese Linien... Warte mal. Machen wir denn überhaupt die Buslinien? 7500 Passagiere mit dem Bus. 3900 mit der U-Bahn. Und immerhin 400 mit dem normalen Zügen. 9 mit dem Flugzeug nur. Naja, okay. Also die Frage ist ja, wenn wir die Linien einmal wegreißen und neu ziehen. Warte mal, das ist zum Beispiel... Nehmen wir mal die rosane. Das ist zum Beispiel die Linie Industrie 23. Das passt natürlich gar nicht mehr so ganz. Also, nehmen wir mal Industrie 23 und machen die einmal weg und machen die wieder hin. Und dann wäre jetzt meine Frage, kommen dann da neue Busse oder eher nicht? Ich glaube, das Wegmachen ist auch nur, ne, zum Ausblenden. Oder macht das die wirklich einmal weg und setzt die neu? Ich weiß es gar nicht. Wenn ich das wegmache, fährt der Bus dann immer noch und der wird nur nicht angezeigt? Oder, ja, ne? Ich glaube, der fährt dann immer noch, nur es wird nicht mehr angezeigt. Also hat das auch keine Auswirkungen. Also, wie gesagt, weil bei mir, ich sehe nur die alten Busse. Also bei mir wirkt es so, als wird es nicht automatisch ausgetauscht, was die Leute geschrieben hatten. Aber ich hätte halt gerne schon in der ganzen Stadt neue Busse, aber ich will auch nicht jede Buslinie neu ziehen, andererseits. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Dann haben noch einige Leute geschrieben, ich soll mehr Busstationen bauen. Ich hatte, glaube ich, immer gehört, dass man das gar nicht muss, sondern dass einfach, ja, also eine Busstation, da kommen quasi dann so viele raus, bis da eben genug sind, dass man gar nicht mehrere braucht. Das habe ich, glaube ich, mal so gehört oder was, ich weiß es gar nicht. Aber wir haben ja auch, warte mal, wir haben doch, haben wir nicht hier auch eine? Ich dachte, wir hätten ja auch eine. Ich kann natürlich mal hier an den Busbahnhof da hinten eine setzen. Und dann gucken wir mal, was passiert, ob da Busse rauskommen oder nicht. Aber, also weil es hier direkt am Busbahnhof ist jetzt. Ob die Linien dann neu gemacht werden, ich weiß es ja nicht. Was passiert denn, wenn ich die Linie verändere? Wenn ich den nach da verlege oder so, dann werden auch keine neuen Busse rausgeschickt, ne? Ups, was habe ich jetzt? Habe ich jetzt irgendwas gedrückt? Nee, ne? Doch, habe ich jetzt da eine Station? Okay, soll natürlich nicht. Aber hier fahren überall noch die alten. Kein einziger neuer Bus, alles alte. Es gibt wohl auch eine Mod, das habt ihr jetzt schon öfter mal geschrieben, es gibt wohl auch eine Mod, mit der man das, ja, mit der man die Busse einzeln steuern kann oder mit der man auch festlegen kann, wie viele Busse fahren auf welcher Linie und sowas, aber naja. Ich glaube, ich mache mal eine neue Linie, die nur nach hier fährt und dann in den Busbahnhof. Weiß ich gar nicht, ob wir sowas schon haben. Ich glaube nicht. Das war ja auch damals schon der Hinweis von euch, dass ich da mehr solche Linien bauen soll, die einfach nur hin und her fahren, um dann die wichtigsten Passagiere anzubinden. Dann können die nämlich direkt in den Busbahnhof fahren und so und dann, ne? Mal schauen. Welche Farbe war das jetzt, die ich da gerade zugewiesen habe? Ich weiß es nicht. Nee, die hellblaue ist es nicht. Das war jetzt die, genau, die dunkelblaue war das. Und da fahren auch direkt alle mit. Aber immer noch mit alten Bussen. Da fuhr gerade ein Orangener, das ist aber ja von der anderen Linie. Das sind alles, okay, das sind alles die. Naja, also ihr könnt es mir nochmal schreiben. Ich, wie gesagt, bei mir scheint es sich nicht automatisch auszuwechseln. Bei mir scheinen immer noch überall die alten Busse zu fahren. Hier fahren jetzt auch welche von der neueren, aber das ist ja... Ja, ich weiß es nicht. Müsst ihr mir mal schreiben. Okay, wie sieht's hier drüben aus? Oh, hier hat sich's ja schon ganz gut gefüllt. Da sind schicke Häuschen entstanden schon. Ziemlich dicke Villen und das ist halt eher so ein bisschen urban hier. Nicht so die ganz dicken Gebiete. Zwischendrin auch mal ein paar höhere Häuser, aber insgesamt eher ein bisschen ruhiger, ne? Da unten ist ja relativ dicht besiedelt. Richtig Stadt und hier innen natürlich komplett Downtown, aber da drüben so ein bisschen urbaner besiedelt. Und hier habe ich halt immer noch nicht gefüllt.
da ist immer noch nicht so ganz klar, was da hin soll. Warte mal, hier können wir erstmal noch voll machen mit normalem Gewerbe. Würde ich sagen, dann haben wir hier, da vielleicht wäre es ganz gut, wenn wir da mal füllen mit irgendwas, vielleicht mit Büros. Wobei wir dann erst die Stromleitung wegmachen müssen, dann wird er wahrscheinlich meckern, aber dann hat er zumindest hier, dann füllt sich das mal. So, das und das. Dann haben wir diese Querstreifen schon mal voll. Hier haben wir den Fußballplatz. Ist die Frage, ob wir den nicht vielleicht verlegen sollen. Machen wir nach hier hinten. Ist, glaube ich, besser. Und dann können wir hier drüben nämlich darüber noch das füllen. Joa, ja, doch, können wir dicht besiedeltes Gewerbe nehmen, weil hier ist ja noch dicke Straße. So, mal schauen. Ja, also, ne, so ein paar Parts brauchen wir, glaube ich, noch, bis wir das voll haben. Und dann haben wir aber auch eine gute Kreisstadt gebaut, wo auch ja immer mal wieder grün zwischen ist, was ich ja ganz nett finde. Ist nicht nur so Großstadt. Hier drüben haben wir ja kaum grün. Aber da passt das auch irgendwie gut. Also, das ist einfach, diese Insel ist einfach schön. Bin ja auch nochmal, wollte nochmal reinschauen in den Verkehr. Der ist echt in Ordnung, ne? Auch gerade seitdem wir die U-Bahn neu gemacht haben und so. Haben wir kaum große rote Punkte. Da ist viel Verkehr, das wissen wir ja, das ist immer schon so. Aber wir haben keine dicken Verkehrsstaus. Das finde ich eigentlich ganz gut. Das ist eigentlich ganz schön. Gerade obwohl wir doch so eine relativ große Stadt haben, dass es noch so flüssig läuft an den meisten Stellen. Ja, und der Sportplatz, das ist eine gute Frage. Den wollen wir ja auch in Angriff nehmen. Oder besonders den Sportbereich und... Ja, ist eine gute Frage, wie wir das mal ordentlich machen. Ich glaube, ich würde das mal so machen. So, und dann geht es hier wieder weiter rum. Und da dran, das wäre jetzt mein Wunsch, aber das Problem dabei ist halt so ein bisschen, das geht nicht. Da müssen wir vielleicht runter. Ach, da ist eine U-Bahn drunter, direkt da drunter. Och, komm. Na super. Okay, da müssen wir noch ein bisschen früher runtergehen. Ich glaube, so geht es. Jetzt sind wir drunter. Ja, jetzt sind wir drunter. Dann können wir auch unter der U-Bahn auch noch her. Dann können wir hier nach oben kommen. Und können dann da an die Straße gehen. Dann haben wir zumindest hier eine Anbindung darüber. Die nicht so ganz, weil hier die Gleise sind und so. Könnte man machen, aber muss ja nicht. Aber so funktioniert es ja ganz gut. So, machen wir das noch ein bisschen grün und frisch da drin. Ein bisschen frisch. Ich glaube, ich hatte mal irgendwann die Bäume alle weggemacht und habe gesagt, lieber dann außerhalb statt in der Stadt. Aber jetzt mache ich es doch wieder hin, weil es dann so leer ist sonst. Zwischen den Häusern. Okay, also die Anbindung nach da ist geschehen. Dann hier wollen wir natürlich auch irgendwie rüberkommen. Würde ich auch wieder mit Tunneln machen. Also das ist ja herrlich, seitdem wir Tunnel haben, kann man ja doch ganz gute Anbindungen machen. Einfach dann unter den Straßen her. So, dann kommt das hier nach drüben. Da habe ich jetzt wieder irgendeine Stromversorgung unterbrochen, die aber eh schon übergeschlagen ist. Insofern kann das alles weg hier. Das muss gar nicht mehr sein. Wunderbar. So, da ist die Straßenanbindung da. Das heißt, die Leute können jetzt auch wieder über einen weiteren Weg in die Stadt rein. Also je mehr wir sowas bauen, desto mehr Wege gibt es ja auch, die in die Stadt führen. Das finde ich ganz gut. Da hat er da jetzt eine Ampel gemacht, ja, ne? Tatsache, da hat er eine Ampel gemacht, die machen wir natürlich weg und die auch. Und die auch, da soll er bitte, ja, hier im Kreisverkehr doch keine Ampeln. Quatsch, waren die schon immer da? Wenn ja, das war ein Versehen. Okay, und dann würde ich dann da, könnte man auch Buslinien drüber ziehen und solche Sachen. Aber wir müssen, glaube ich, fast schon wieder Schluss machen. Es geht aber so schnell, also wenn man da mal anfängt zu spielen, es ist schlimm, ne? So schnell ist dann immer wieder Schluss. Okay, machen wir hier irgendwie ein Viertel draus. Müssen wir mal, weiß ich noch nicht so genau, wie ich das gerne hätte, aber wir machen da ein kleines Viertel draus. Ein bisschen Grün drumherum, ein bisschen Wald und mit Sportpark. Und erstmal füllen wir aber noch hier drüben dieses Dings und das Dings. Es ist, wir haben eigentlich, das ist so ein bisschen unser Problem. Wenn man da mal mit dem 25-Teile-Mod spielt, hat man eher das Problem, man hat einfach zu viel Platz. Das war wie früher bei Sims. Früher bei Sims habe ich immer riesige Villen auf riesigen Grundstücken gebaut und dann hatte ich Probleme, weil ich nicht wusste, wie ich die ganzen Räume füllen soll. Ja, so ist das. So ist das jetzt auch ein bisschen hier. Wir haben eigentlich zu viel Platz und ich denke so, wo soll ich denn da jetzt noch hinmachen und da noch hinmachen?
damit es noch schön aussieht. Das ist eigentlich ein Luxusproblem, aber das haben wir. So, machen wir da noch ein bisschen Wohnfläche hin und hier auch. Notfalls immer Wohngebiet, ne? Wir haben zwar, die Bevölkerung steigt zwar nicht an momentan, aber notfalls immer Wohngebiet. Ich sag schon mal danke fürs Zuschauen bei Skylines. Wie immer, Vorschläge, Kommentare, was ihr so zu sagen habt, schreibt's in die Kommentare. Da gehört's hin. Und ansonsten bis zum nächsten Mal bei Skylines. Euer Walle, ich bin raus. Bye, bye. Naja, sagen wir so viel. Oh mein Gott. The hype is real. Der 3. November 2015 könnte so ziemlich der glücklichste und beste Tag meines Jahres 2015 werden. Warum? Naja, am 3. November kommt ein...